Scheiße! Ich bin ein geiler Freak. Ich bin ein Freak. Ich bin ein cooler Freak. Nein. Jetzt überlegt Lena, ob sie sie kennt. Wie heißt denn du? Ich heiße Carlotta. Ich wusste es! Was ist die Carlotta? Kannst du mir kurz übersetzen, was sie gesagt hat gerade? Bei der Geburt getrennt und endlich wieder getroffen. Ach so, endlich, genau. Carlotta hat ein Lena-Double mal gemacht. Ach Quatsch. Ich glaube, Johannes und Henning sind raus. Komm, Johannes, wir gehen. War nett mit euch. Schön, dass Carlotta weiter ist. Darf ich den Viel Spaß mit Team Lena. Ich kann total gut backen. Und dann machen wir es uns gemütlich hinten. Hey, hallo! Das kann ja mal passieren. Klar. Ja, die scheinen ja sehr viel Interesse zu haben. So ist das unter den 14-Jährigen, da kennt man sich halt. Warte, nicht kampflos aufgeben. Komm zurück für Carlotta. Komm zurück für Carlotta. Oh. Scheiße, wieso kennt ihr euch denn? Du heiliger Klabauter, da brate ich mir aber einen Storch. Liebe Carlotta, jetzt ist es an dir. Bitte entscheide dich für mich. Ihr macht mir das Leben schwer. Du wärst in meinem Team hervorragend aufgehoben. Also komm zu mir und wir haben eine gute Zeit. Ach komm, überlegt sie wirklich, was sagt ihr? Leute! Carlotta möchte einen Moment Ruhe. Lena. Ja. Nein, ich hab noch nicht entschieden. Nein. Nicht so früh, Freund. Mach uns nicht so fertig. Lena, ich liebe dich aus tiefstem Herzen. Tu mir das nicht an, wirklich. Aber... Tu mir das wirklich, du kannst mir das nicht antun. Mach keinen Spaß mit mir. Ich finde dich so cool. Aber
Ich geh zu Janis! Ja! Oh ja! Da haben Lena auch ihre guten Beziehungen leider nichts genutzt. Carlotta entscheidet sich für den Coach Neuling. Ich habe so eine kleine Medaille vorbereitet in Form eines Plektrums. Damit spielt man normalerweise Gitarre. Und wenn dann jemand in mein Team kommt, dann gibt es halt die traditionelle Team-Johannes-Medaille. Weil ich fand das früher immer ganz schön, wenn man was sehr gut gemacht hat, dass man dann eine kleine Belohnung kriegt. Carlotta! Carlotta! Ich komme morgen wieder. Ich bin sehr enttäuscht. Spitzenmäßig. Stellst du mir kurz deine Eltern vor? Ich bin so geflasht, das ist so hammermega. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, Johannes, du hast ja gerade eine Meerjungfrau ins Team geholt. Aber Carlotta ist hobbymäßig auch noch Meerjungfrau. Ja, klar. Ariel. Hänschen, kommst du dann auch wieder? Hänschen, auf deinem Platz. Das könnt ihr auch zusammenrufen. Hänschen, auf deinem Platz. Im Ernst, ich danke dir so, dass du in mein Team gekommen bist. Oh, das ist so cool. Das wird ganz toll. Hänschen, auf deinem Platz. Gut, okay. Ich muss wieder rein. Mach's gut, bis später. Tschüss, tschüss. Ja, Rudi. Ab ins Körbchen! Das braucht dann auch mal ein bisschen Zeit, wenn man sich so freut. Ist doch wirklich ein Mist. Der Johannes macht sich natürlich gleich richtig Freunde, ne, würde ich jetzt mal sagen. Herzlichen Glückwunsch, Johannes. Ich bin zwar neu, aber ich glaube, ich muss mich nicht verstecken.